Welchen Ratschlag kann man den Leuten der Fußballer geben jetzt beim WM? Sehr gute Frage, eine sehr gute Frage. Welchen Ratschlag sollten wir Leuten geben, die jetzt kurz vor der WM schon dabei sind, ihre Trikots anzuziehen? Wir sagen Ihnen erstmal, es ist kein Problem, wenn man sich ein Spiel anschaut. Vorausgesetzt natürlich, die Aura von den Fußballspielern ist bedeckt. Was ist die Aura von einem Mann bei uns im Islam? Vom Bauchnabel bis Knie. Das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Und nach einigen Gelehrten auch, Bauchnabel und Knie sind nicht mit eingeschlossen. Manche Gelehrte sagen natürlich dann dementsprechend, die Oberschenkel sind Aura. Und andere Gelehrte sagen, die Oberschenkel sind keine Aura. So. Wenn man auch der Ansicht folgt, dass die Oberschenkel keine Aura sind, dann sollten wir darüber reden, wie viel Zeit verbringt man mit so etwas. Wenn man sich ein Spiel anguckt und man vernachlässigt nicht die Pflichten. Was sind Pflichten? Das Gebet. Okay? Weil manche richten dann ihre Gebete an die Spiele und nicht die Spiele an die Gebete. Das ist eine Katastrophe. A'udhu billah. Und wichtig ist auch, wenn man so etwas schaut, dann sollte man immer wissen, Alhamdulillah, als Muslim, wenn du sagst, der Spieler spielt gut, kein Problem. Aber wir haben heute ein anderes Problem. Wir haben was gegenüber diesen Spielern? Ha? Was denkt ihr, was haben wir gegenüber diesen Spielern? Richtig. Idole sind sie. Idole. Dann seht ihr einen, der macht genau dieselben Handzeichen wie diese Leute, die, wenn sie ein Tor schießen, dann läuft er in Richtung der Zuschauer und sie sehen ihn mal von Namen und kriegen Angst vor ihm. Aber unabhängig davon, der macht bestimmte Handzeichen. A'udhu billah. Ja? Einer macht zum Beispiel, ihr wisst schon, was ich meine, und die machen das nach. Unsere Jugendlichen. Die machen das nach. Oder einer zeigt Mittelfinger, damit er zeigt, dieses Tor war schon lange überfällig. Machen unsere Leute das. Guck mal, er macht es schon nach hier vorne. Deswegen, yani, ehrlich gesagt, um ehrlich zu sein, es gibt bessere Möglichkeiten, seine Zeit zu investieren. Aber wer das nicht lassen kann, so soll er auf diese Dinge achten. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tfaddal.